Yeah, wow, wow, wow. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder richtig gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich hoffe, ihr konntet gut runterkommen. Das Geilste an diesen Tagen ist ja tatsächlich einfach, dass man frei hat. Also, dass es alles irgendwie so Feiertage sind. Man muss nicht arbeiten gehen, man muss nicht zur Schule. Mögen wir doch, lieben wir doch, liebe Freunde. Gutes Essen gibt es auch meistens, in den meisten Fällen. Ja, ich habe über die Weihnachtstage ganz viel verschiedene Post von euch zugeschickt bekommen. Per DM auf Instagram, logischerweise. Mein Instagram blende ich euch gerne mal hier ein. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ganz, ganz viele von euch haben gedacht, vielleicht geht's an mir vorbei, dass der Nico Vater wird. Der InScope 21. Aber nein, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Danke euch trotzdem für die Erinnerung. Und wir werden heute genau darüber reden. Denn es werden sehr viele Sachen spekuliert. Und es gibt sehr, sehr viele, ja, Vermutungen, dass sich zwei Wege kreuzen. Dass sich zwei Wege schneiden. Da auch gerade gleichzeitig eine Influencerin schwanger ist. Und sie eventuell sogar mit InScope Kontakt hatte. Dementsprechend, liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu snacken und holt euch was Leckeres zu trinken. In diesem Falle bei mir natürlich wieder, wie immer, Schmackofazzi-Tee. Wir haben heute einiges vor, wir gehen heute einigen Vermutungen nach, wir gucken uns halt mehrere Videoschnipsel an. Boah, das war ein bisschen heiß. Wir gucken uns mehrere Videoschnipsel an und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Es geht um Jennifer Saro, denn sie hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch angekündigt, dass sie schwanger ist und dass sie ein Kind auf die Welt bringt, und sie hat in ihren Q&As auch darüber geredet. Wir schauen aber jetzt als allererstes mal rein, denn das Ganze wurde sogar auf Kamera festgehalten, denn das Video die ersten 3 Monate kam am 28.10. Da berichtet sie über die ersten 3 Monate der Schwangerschaft. Und am 12. August kam ein Video online, in dem sie zusammen mit InScope zu sehen ist. Dementsprechend sind sehr viele am Spekulieren. 12. August, vielleicht hat sie das Video schon eine Woche vorher gedreht, vielleicht war sie eine ganze Woche mit ihm unterwegs, vielleicht hat sie ihn öfter in dieser Woche getroffen, vielleicht ist das Ganze schon im Juli passiert, vielleicht hat sie das Video erst 2 Wochen später geschnitten und es ist erst im August online gegangen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall liegen diese Zeiträume relativ gut beieinander und Leute spekulieren hier, dass das tatsächlich der One-Night Stand sein kann, und dem Ganzen gehen wir jetzt auf den Grund. Wir gucken mal ganz kurz rein in dieses Video. Hey, ich hab's auf Weitwinkel gestellt, damit ihr absolut beschissen aussieht, okay. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe von Jennifer Saro, die nachfolgenden Szenen sind absolut zu empfehlen. Einfach so noch perfekt. Perfekt. Okay, wir wollen in Sicherheit, Abstand, weil die Kreise, die gleich gezogen werden, die werden so oder über die Dimension hinaus. Einmal durchlaufen. Du kannst einmal durchlaufen, bitte. Dankeschön, wir drehen eine Doku für Arte. Ich bitte zur Entzündung. Entzündung den Tornado. Wie bin ich hier wieder reingeraten? Ja, bei dir hast du nicht gedreht. Also auf gut Deutsch, wir sehen Sandra, Philippe, Revi, Nico und Jenny am sich betrinken. Dementsprechend haben viele dieses Video gefunden, haben gesagt, ey, das war sogar in diesem Zeitraum. Wenn man das zurückrechnet, passt das ungefähr, dass das das Kind sein könnte, das Jennifer Saro im Bauch trägt. Soweit, so gut. Wir kommen jetzt noch zu einem Q&A von Jennifer Saro. Und dann gucken wir uns auch das Video von InScope an, das 2 Minuten geht, wo er sagt, dass er Vater wird. Ich weiß selbstverständlich, wer der Vater ist. Ein paar Fragen sind auch, ob wir Kontakt haben. Ja, wir haben Kontakt. Wir machen das auf einer freundschaftlichen Ebene. Wir versuchen beide, Mama und Papa, gleichermaßen für das Kind da zu sein. Egal, ob man zusammen ist oder nicht. Das ist das Einzige, was zählt. Und das ist auch das Einzige, was irgendwie relevant ist. Wie hast du herausgefunden, dass du schwanger bist? Ich hatte einen Termin. Das hat sie in dem Fall dazu gesagt. Achtung, jetzt wird es ein bisschen confusing, denn ich reagiere jetzt auf ein Video von mir. Und das ist das Video, wo sie ankündigt, dass sie schwanger ist. Denn da hat sie auch nochmal einige interessante Sachen gesagt. Yes. Also es war ziemlich schnell klar für mich, dass eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass nichts ohne Grund passiert. Und wenn man alles dafür getan hat und wirklich auch nicht unvorsichtig war und es dann trotzdem passiert, so wie es passiert ist, dann... Okay, damit hat sie Loki gesagt, sie haben verhütet. Man hat alles getan und es ist trotzdem passiert, dann soll es so sein. Genau, merkt euch das. Ich werde aber nichts zum Vater sagen, das finde ich, steht mir nicht zu. Das wird er dann machen, wann, ob und wie er es für richtig hält. Aber ich weiß, viele von euch werden das auch akzeptieren. Der Satz ist ein bisschen kritisch. Also es ist voll cool und voll gut, dass sie
nichts zum Vater sagt, aber gleichzeitig den Satz, er wird etwas dazu sagen, wenn er das für richtig hält, da kann man ja schon von ausgehen, dass es eine Person des öffentlichen Lebens ist wahrscheinlich. Das ist der Punkt, den ich euch hier nochmal zeigen wollte, denn sie hat damals schon gesagt, wenn es soweit ist, dann wird er was dazu sagen. Und warum sollte eine Privatperson jetzt zwingend etwas dazu sagen, so mäßig, yo, ich bin der Vater von Jennys Kind. So, und die zwei Sachen habt ihr jetzt noch gesehen. Falls ihr euch das ganze Video anschauen wollt, dann müsst ihr euch die Insta-News einfach anschauen, die ist auch auf meinem Kanal online. Gebt einfach auf YouTube Cello Talk Jennifer Saro ein, dann kommt da die Insta-News, dass sie schwanger ist. Da gucken wir uns das Ganze an. Wir gehen jetzt ins Video von InScope. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Ich sage am besten direkt einfach so raus, wie es ist. Ich werde Vater. Nee, wirklich. Nochmal neu. Die Dinge laufen im Leben nicht immer so wie geplant. Es ist unglaublich. Ich mache dieses Video heute, um euch zu sagen, dass ich Vater werde. Ich werde Vater. Ich kann es selber nicht glauben. Alles klar. Ich will es euch einfach sagen, weil ich denke, dass ich in meinem Leben schon alles immer mit der Öffentlichkeit geteilt habe. Und ich habe auch schon hin und wieder so das Gerücht gehört, dass es rumgeht und so. Und ich will, dass es einfach von mir hört. Es stimmt, ich werde Vater. Ich bin mir auch wirklich sehr, sehr bewusst darüber. Ich habe mich mit einem Mädel getroffen einfach und wir haben eigentlich an alles gedacht. So, es war alles easy. Es ist aber trotzdem so passiert und so gelaufen. Und unterm Strich ist die Entscheidung gewesen, dass das Kind auf jeden Fall kommen wird. Und es war natürlich für mich auch am Anfang erstmal so ein sehr, sehr schwieriges Ereignis. Ja, hier sagt er auch nochmal, es sind einige Dinge schiefgelaufen, obwohl sie an alles gedacht haben. Das tut sich auch wieder mit der Story von Jennifer Saro decken, rein theoretisch. Das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, ey, das könnte sein, dass die beiden da wirklich, ne? Also ihr merkt selber, es gibt einfach viele Punkte, die passen. Sie haben sich zu dem Zeitraum gesehen oder getroffen. Nico war in Köln. Die haben da miteinander gechillt. Das war ein Versehen gewesen. Das ist ein Versehen gewesen. Er hat noch nicht gesagt, wer die Partnerin ist. Sie hat noch nicht gesagt, wer der Partner ist. Andererseits hat sie gesagt, dass der Partner in der Öffentlichkeit, also sie hat nicht gesagt, dass er in der Öffentlichkeit steht, aber hat gesagt, er wird sich noch dazu äußern. Und ein paar Monate später kommt jetzt dieses Video hier von Nico. Ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll, aber ich muss euch ehrlich sagen, mittlerweile, ich freue mich geisteskrank, wirklich. Viele von euch kennen mich zwar so als den schwarzen InScope, der hin und wieder so ein bisschen scheiße labert, das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber mittlerweile bin ich auch 27 und ja, ich freue mich richtig krass auf meinen Sohn. Wirklich, ich bin Es ist ein krass. Hier vielleicht noch die Info, die ihr euch kurz merken solltet. Er freut sich richtig krass auf seinen Sohn. Wir switchen gleich nochmal zu einem anderen Video und hören uns da nochmal was an. Das Gespräch mit euch. Normalerweise erzähle ich euch immer nur Scheiße. In dem Fall erzähle ich euch einfach mal, dass ich ein Kind bekomme. Ich bin auch mit der Mom von einem Kind. Ich würde sie an der Stelle einfach erstmal rauslassen, weil ich, das wird sich mit der Zeit einfach alles ergeben und so. Aber ich bin mit der Mom sehr, sehr gut. Wir sind nicht zusammen. Aber wir verstehen uns gut und wir sind beide feste Überzeugung davon, dass wir das sehr gut hinbekommen werden. Für euch ist es vielleicht... Das ist auch eine Sache, die sich wieder deckt. Beide sagen, sie verstehen sich mit dem anderen Elternteil gut, quatschen miteinander. Sie sind auf einer freundschaftlichen Ebene, sind aber nicht zusammen. Erstmal Moment ein mega der krasse Schocker. Für mich ist es halt eher so, wie erkläre ich meinem Sohn eines Tages so, guck mal, ich habe keine Ahnung von Mathe, Mann. Oh man. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, Alter! Ich bin mir auch sehr bewusst darüber, dass ich alles geben werde, was ich kann, um dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich glaube, viel mehr muss ich an der Stelle nicht loswerden. Ich wünsche euch ein ganz, ganz gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch alles, alles Gute, Leute. Vielen Dank für euer Zusehen. Vielen Dank im Übrigen auch für dieses krasse Jahr. Am Ende des Tages geht dieses Jahr mit ultra den schönen Gedanken eigentlich zu Ende. Ich wünsche euch alles Gute, meine Freunde. Fühlt euch geküsst. Peace out. Ja, das war das Statement von Nico, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass ich die, vor allem die Sätze gegen Ende super cute finde und auch super nett. Bei ihm war es auch nicht geplant, so wie man es rausgehört hat. Bei Jennifer Saro, das Kind ist auch nicht geplant. Es decken sich einfach viele Punkte, weshalb die Theorie bei sehr vielen Leuten gerade sehr hoch ist, dass die beiden da zusammen ein Kind kriegen. Jetzt gehen wir aber noch in den Vlog rein von Jennifer Saro, wo sie eine Gender-Reveal-Party schmeißt. Dort wird sozusagen das Gender vom Kind released, also mäßig ist es ein Junge, ist es ein Mädchen. Wir schauen mal rein. Scheiße, jetzt gucken wir mal vor mir. Jeder geht so ein Ding auf die Hand. Okay, Action. Genau.
Es ist egal, such dir irgendeinen Platz. Ich suche okay. Ja, du kannst dich auch wie schön bedienen. Alles gut. Das war keine Bitte. Los! Voll süß irgendwie immer, wie so vor allem Mädels irgendwie diese Gender Reveal Partys immer so süß organisieren, ne? Das sieht immer so cute aus alles. Ah, da kann man tippen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Cast your vote. Und dann haben wir mal telefoniert und habe hier so meinen Babybauch gezeigt von der Seite. Und sie so, das wird ein Junge. Ja, meine Mama erkennt das irgendwie auch. Und ihr denkt, wenn es nach unten geht, so sagt sie, wird es ein Mädchen, wenn das Babybauch so halt hier unten hängt quasi. Mhm. Und wenn das, ja, aber ich check halt nicht mal den Unterschied. Ich gucke so meinen Bauch an und ich denke so, ich verstehe gar nicht, ist das jetzt rund oder spitz, verstehe ich nicht. Ja genau, wir sagen das jetzt. Das wäre ein richtig witziges Gender-Reveal. Um euch zu sagen, es wird... Ja, das wäre so witzig. Ich würde mir in die Hose kacken, wäre das witzig. Also stell dir mal vor. So, das ist unser Gender-Reveal. Es wird ein Keks. Also Bambi. Okay, also ihr seid alle ganz heiß. Also ihr wollt es wissen, ja? Na gut. Jetzt geht's ran an den Speck. Hallo, ihr da draußen? Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Meine Hände sind so nervig. 1, 2, 3. Hä? Das ist auch alles Gold. Achso, sie hat die Farbe in der Hand. Wie süß sie sich freuen, ne? Da möchte ich auch einfach nochmal drauf eingehen. Es ist ein Junge, es wird ein Junge. Und Nico hat in seinem Statement gerade gesagt, ich freue mich auf meinen Sohn. Ja, viele Zufälle, die hier gut aneinander passen. Natürlich kann es immer noch sein, dass es nicht so ist. Und auch wenn es so ist, ist es natürlich ihnen überlassen, die Entscheidung zu treffen. Ich habe hier lediglich über das geredet, was in den Kommentaren diskutiert wird, was viele Leute sich denken oder viele Leute spekulieren. Das habe ich hier einmal zusammengefasst. Und warum die Leute das spekulieren, weil die Daten ähnlich und gut passen, wegen den Aussagen, wegen Boy, Boy und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, die News des Weihnachtens ist raus. Mal gucken, ob das wirklich zusammenhängt, dass Jennifer Saros Sohn auch InScope 21 sein Sohn ist. Und wenn, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Freut man sich auf Updates oder was halt da noch so kommt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass auch beide unabhängig voneinander, also wenn das jetzt um zwei verschiedene Kinder geht, was natürlich auch sein kann, dass beide ihren Job da gut meistern werden, was das Ganze angeht, liebe Freunde. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder ganz normal zu einem neuen Video. 14 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis morgen. Haut rein. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schaut auf Instagram vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Perfekt. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.